Die Amerikaner erproben ihre Atombomben im Pazifik. Eine Demonstration ihrer militärischen Stärke. Die Sowjets riegeln ihren Machtbereich ab. Mit Stacheldraht, Wachtürmen und Minenfeldern. Zweck der Sperren ist es, die Menschen an der Flucht nach dem Westen zu hindern und die eigene Herrschaft abzusichern. Auch entlang der österreichischen Grenze geht der eiserne Vorhang nieder. Zuerst auf der ungarischen, danach auch auf der tschechoslowakischen Seite. West-Berlin wird von den Sowjets blockiert und von den Amerikanern über eine Luftbrücke versorgt. Höhepunkte im Kalten Krieg, der in Korea zum heißen Krieg wird. Er wird 3 Jahre dauern und viele Menschenleben kosten. In Österreich beginnt der Wiederaufbau. Das Riesenrad soll sich wieder drehen. Die ersten Gondeln werden montiert. Der Prater wird vom Bombenschutt befreit. Das ist alles, was der Krieg vom ehemals berühmten Buschkino übrig gelassen hat. Wer den Aufbau fördern will, raucht A-Zigaretten. Das ausgebrannte Gebäude der Wiener Oper. Die mächtigen Eisentraversen werden nicht nur das Dach tragen. Als große Klammern geben sie den stehengebliebenen Außenmauern auch wieder festen Halt. Der alte Dachstuhl bestand aus Holz. Mit Stahl und Beton wird er feuerfest ersetzt. Klettertour auf dem Turm des Stephansdoms, um die Schäden festzustellen. Eine bergsteigerische Leistung. Vom Dom selbst blieben nur die Außenmauern erhalten. Nun wird ihnen das neue Dach aufgesetzt. 250.000 Ziegel werden benötigt. Das Geld dafür wird zum Großteil durch Spenden aufgebracht. Dieser kurze Blick auf den Zustand der Welt und auf die Zustände in Österreich lässt uns eine weitere Facette der unglaublichen Geschichte dieser Zweiten Republik erkennen. Im Land herrscht große Not. Tausende Häuser sind zerstört. Zehntausende Wohnungen fehlen. Aber eines hat man sich schon vorgenommen. Die Wahrzeichen österreichischer Geschichte und Kultur werden alle wiederhergestellt. Der Stephansdom, die Staatsoper, das Burgtheater, ja, und halt auch der Prater. Und das in einer Zeit, in der die junge Republik gleich mehrfach mit Gefahren konfrontiert ist. Im Osten haben die Kommunisten mit Unterstützung der Sowjetunion in einem Staat nach dem anderen die demokratisch gewählten Regierungen ausgeschaltet und die Macht ergriffen. In Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn. Der Westen befürchtet eine weitere gewaltsame Ausdehnung der sowjetischen Einflusszone. Die Frontlinie zwischen Ost und West aber geht quer durch Österreich, entlang der Enns und der Donau. Der Kalte Krieg könnte zu einer Teilung, könnte zur Zerreißung Österreichs führen. Im Mittelpunkt dieser Folge unserer Dokumentation stehen die Ereignisse von damals.
die dramatischen Entwicklungen in der Weltpolitik mit ihren unmittelbaren Auswirkungen auf Österreich. In den USA, in Washington, fallen die nächsten Entscheidungen. Präsident Truman hat den Kongress zu einer Sondersitzung einberufen. Es gehe darum, der raschen Ausdehnung des kommunistischen Machtbereichs in Europa entgegenzutreten. Das erläge Amerika eine große Verantwortung auf. I am confident that the Congress will face these responsibilities squarely. Der amerikanische Außenminister George Marshall legt dem Kongress einen Plan vor. Die USA sollen helfen, das kriegszerstörte Europa rasch wieder aufzubauen. Die Welt stehe auf der Kippe. Vom Kongress beschlossen und vom Präsidenten unterzeichnet, wird dieses Programm als Marshallplan in die Geschichte eingehen. Truman und Marshall laden mit Ausnahme des faschistisch regierten Spanien alle europäischen Staaten ein, an diesem Programm zum Wiederaufbau teilzunehmen. Es ist ein Versuch, den eisernen Vorhang zu überwinden. Auch am Ballhausplatz in Wien wird das so verstanden. Als der Ministerrat zusammentritt, wartet man gespannt auf die Haltung dieses Ministers, Karl Altmann. Er ist der einzige Kommunist in dieser Regierung. Doch er erhebt keinen Einwand. Der Plan sieht die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit Europas unter Mitwirkung der USA vor. In Wien gibt es kein Zögern. Zu diesem Zeitpunkt war ich Chef der Planungssektion im Ministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung und habe in dieser Eigenschaft mit meinen Fachleuten bereits fix und fertig gehabt die Pläne für den Wiederaufbau Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Situation in dieser Zeit war so, keine Hilfsmittel, wenig Güter, keine Wohnungen, zwar Fachkräfte vorhanden, aber nicht ein Groschen Geld. Es war also der Marshallplan in diesem Augenblick etwas, was wie ein Rettungsanker vor uns aufgetaucht ist. Nun hat sich Europa zu entscheiden. Frankreich und England laden zu einer Konferenz nach Paris ein, bei der der Beitritt zum Marshallplan beraten werden soll. Auch der sowjetische Außenminister Molotow ist gekommen. Die Sowjetunion jedoch würde dem Plan nur dann beitreten, wenn sie in ihrem Machtbereich die alleinige Verfügungsgewalt über Planung und Güter hätte. Der eiserne Vorhang würde also bleiben. Der Westen lehnt ab. Molotow verlässt die Konferenz. Frankreichs Außenminister Bidault spricht das Schlusswort. Es ist aus. Ein weiterer Schock. Selbst die noch freie, aber Moskau-hörige Tschechoslowakei muss absagen. Ja, die Russen, also vor allem wahrscheinlich auch schon unter dem tschechischen Eindruck, haben uns also drei ziemlich drohende Noten geschickt, wo sie uns aufgefordert haben, das sei widerrechtlich, dieser Beitritt, ne? Zumal uns der alliierte Rat nicht ermächtigt hat, das zu tun, was meiner Meinung nach gar nicht notwendig war. Und sie warnen uns und weiß ich, also alles Mögliche da drin gestanden. Ziemlich drohende Noten. Und dann war eben die große Krise in Österreich, weil die Leute dann geglaubt haben, na jetzt werden die Russen also das in zwei Teile hacken. Nicht? Und das ist natürlich hinausgeflossen, auch aus den Regierungskreisen. Und ich musste also nach Paris, auf jeden Fall war ich nicht in Österreich. Wie zurückkommen, haben sie mich in Salzburg nicht mehr nach Wien fahren lassen wollen. Und die Österreicher, die haben gesagt, du bist ja völlig verrückt und jetzt nach Wien fährst, ist ja zu Ende, ist aus. Das war natürlich ein völliger Unsinn, aber so war die Stimmung nicht. Das ist sehr bezeichnend, wie die Geschichte war. Auf der Landkarte sieht das so aus. Außer Spanien waren alle eingeladen. Die Sowjetunion sagt ab, auch für ihre Besatzungszone in Deutschland. Gefolgt von ihren Satelliten und schließlich von der Tschechoslowakei. Aber auch Finnland wagt es nicht, Moskau zu vergrämen. Es zieht seine Zusage zurück. Die beiden Neutralen hingegen, Schweden und die Schweiz,
nehmen am Marshallplan teil. Die Regierung in Wien hält zwar den Atem an, aber sie bleibt bei ihrer Zusage. Am 2. Juli 1948 unterschreiben Vizekanzler Scherf und Außenminister Gruber das Marshallplan-Abkommen. Mit dabei als einzige Frau Margarete Ottillinger. Ein Großteil der Planung wird in ihren Händen liegen. Doch wie werden die Sowjets reagieren? Werden sie auch ihre Besatzungszone in Österreich vom Marshallplan ausschließen? Der Marshallplan verletzt Österreichs Unabhängigkeit. Doch erst am 13. August wird diese Erklärung vom sowjetischen Hochkommissar Kurassow im Alliierten Rat abgegeben. Einen Monat nach Österreichs Beitritt zum Marshallplan und ohne Androhung von Folgen. In Triest treffen die ersten Güter aus der Marshallhilfe für Österreich ein. Zunächst Lebensmittel, später gefolgt von Industriegütern. Pro Kopf erhält Österreich nach Norwegen die höchste Quote an Zuwendungen. 1 Milliarde Dollar damals. Später umgerechnet ein Wert von 100 Milliarden Schilling. Und noch bis heute stehen Österreich aus dem Marshallplanfonds rund 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Doch die Staaten, die am Marshallplan teilnehmen, müssen sich zur engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit verpflichten und müssen dazu auch ihre Währungen stabilisieren. Welches Risiko mit der Erfüllung dieser Voraussetzung verbunden ist, wird sich sehr bald in Deutschland zeigen. Dort wird die Einführung einer stabilen Währung, nämlich der D-Mark, zur Zerreißung des Landes führen. Und die Sowjets werden eine Einbeziehung ihrer Besatzungszone in den Marshallplan nicht zulassen. Österreich könnte ein ähnliches Schicksal drohen. Doch fest entschlossen, sich die Chance einer wirtschaftlichen Erholung nicht entgehen zu lassen, entscheidet sich die österreichische Regierung zur Durchführung der Währungsreform. Der Schilling soll 3:1 abgewertet werden. Das vom Parlament beschlossene Gesetz heißt Währungsschutzgesetz. 30 Tage lang hat der Alliierte Rat Zeit, gegen das Gesetz Einspruch zu erheben. Die Westmächte, die selbst Teilnehmer am Marshallplan sind, werden das nicht tun. Und die Sowjets allein können das Gesetz nicht blockieren. Aber an ihrer Haltung wird man erkennen, ob sie die Teilnahme Österreichs am Marshallplan künftig behindern oder sogar mit härteren Maßnahmen beantworten wollen. Vielleicht sogar mit einer Teilung Österreichs, wie das kurze Zeit später in Deutschland geschieht. Der Schilling wird abgewertet. Die Ankündigung kommt überraschend. Zunächst Opfer, dann Wirtschaftsaufschwung, verspricht der Kurier. Noch 30 Tage bis zum Umtausch. Die Reaktion der Kommunisten: Erregung, Erbitterung, Empörung. Wer Geld hat, versucht es loszuwerden, bevor der Schilling abgewertet wird. Aber für den schlechten Schilling werden nur noch wenige Waren angeboten. So wird zusammengekauft, was man eben findet. Trotz angedrohter scharfer Strafen halten die Geschäftsleute ihre Waren zurück und warten auf den neuen Schilling. Am 10. Dezember 1948 stehen die Menschen Schlange vor den Geldinstituten. Die Währungsreform tritt in Kraft. Nur 150 Schilling pro Person werden 1:1 getauscht. Alle weiteren Beträge im Verhältnis 3 alte Schilling für einen neuen. Es ist der Anfang des Weges zum harten Schilling. Weder Zeit noch Geld reichten für den Druck neuer Banknoten. So hilft man sich mit dem Aufdruck zweite Ausgabe. Aber erstmals werden eigene österreichische Münzen geprägt. Bislang, das heißt 3 Jahre nach dem Untergang des Dritten Reichs, wurde in Österreich mit Pfennigen und Reichsmarkmünzen gezahlt. Die neue Schillingmünze. Ihr Wert: für einen neuen Schilling gibt es 1 Kilo Brot. Doch der kommunistische Minister Altmann macht nicht mehr mit. Unter Protest verlässt er die Regierung. Das könnte der Auftakt zu sowjetischen Vergeltungsmaßnahmen sein. Doch etwas ganz anderes geschieht. Es wird verhandelt. Die Sowjets lassen sich ihr Einverständnis abkaufen. Ihre Millionen an Schillingbeständen werden nicht 3:1,
sondern zum Vorzugskurs von 1,75:1 umgetauscht. Streng geheim. Auch die österreichischen Kommunisten erfahren es nicht. Es gibt den neuen Schilling und schon füllen sich die Schaufenster. Das ist noch lange kein Wirtschaftswunder, aber doch schon der erste kleine Schritt dazu. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es Christbaumschmuck wie in alten Zeiten und bringt die Kinder zum Staunen. Für den neuen Schilling taucht sogar das erste mechanische Spielzeug auf. Der Fremdenverkehr. Für den Wintersport in Österreichs Bergen wird geworben und auch schon ein wenig internationales Flair geboten. Die heimische Mode stellt sich vor. Skischuhe, die sich auf der Piste und auch beim Tanz tragen lassen. Erstmals seit dem Krieg wird Sportbekleidung auch als Sportmode vorgestellt. Olympische Winterspiele 1948, die ersten nach dem Krieg. Österreich darf schon teilnehmen, nicht jedoch Deutschland, wegen des offiziell noch bestehenden Kriegszustandes. Die österreichischen Damen werden sich eine Gold-, eine Silber- und 3 Bronzemedaillen holen. Resi Hammerer, Siegerin im Rennen um das Weiße Band von St. Moritz, ist mit dabei. Auf der Piste mit flatternden Hosen. Vieles war damals anders, erinnert sich Resi Hammerer. Man wundert sich heute immer, dass wir so weite Hosen hatten. Man bedenke, es hat ja damals keine elastischen Stoffe gegeben. Also die Bewegungsfreiheit musste ja durch die Weite gegeben werden. Ja. Und dann haben wir sogar, um den Wind zu bremsen, kann ich mich erinnern an ein typisches Bild von Toni Seiler, wie er ein Bandel unterm Knie hat, wie er den Tofana-Schuss hinunterfährt, damit er nicht so flattert, die Hose. Es ging auch nicht, so wie heute, um Hundertstelsekunden. Eine Handstoppung, wenn man sich das heute vorstellt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unheimlich. Natürlich, Hundertstelsekunden Unterschied gab es nicht. Nicht einmal Zehntel, sondern einfach die Sekunde hat gezählt. Und so war es halt. Und da musste man sich zufrieden geben und auch vertrauen auf die Stopper, damit dass sie das wirklich richtig gemacht haben und sich nie geirrt haben oder nicht irren wollten. Mit Stoppuhren also wird die Zeit gemessen. Irrtum nicht ausgeschlossen. Die österreichischen Damen erobern die Titelseiten der Illustrierten. Für Trude Beiser gibt es Gold und Silber, für Resi Hammerer Bronze. Doch auch in der Leichtathletik kann sich Österreich sehen lassen, bei den Olympischen Sommerspielen in London. Herma Bauma aus Linz schafft 45,57 Meter im Speerwurf. Das ist olympischer Rekord und bringt ihr die Goldmedaille. Ellen Müller-Preis kommt beim Fechten im Florett auf den 3. Platz. Eine Bronzemedaille. Dreimal aber wird sie Weltmeisterin und daheim als Sportlerin des Jahres geehrt. Erstmals in Österreich wird eine Miss Austria gesucht. Unter den Juroren viele Prominente. Auch Kurt Jürgens. Die
Die Wahl fällt auf Nadja Tiller. Als Miss Austria wird sie auf Reise in die Welt geschickt, um Werbung für Österreich zu machen. Die Welt aber ist nicht friedlich. Europa steht vor der schwersten Krise seit dem Krieg. Sie nimmt in der Tschechoslowakei ihren Anfang. In Prag regiert eine Koalition von Kommunisten, Sozialdemokraten und Bürgerlichen. In einem Handstreich bringen die Kommunisten die Polizei unter ihre Kontrolle. In der Regierung kommt es zur Konfrontation zwischen den Demokraten und den Kommunisten unter Clement Gottwald. Die demokratisch gesinnten Minister treten zurück. Gottwald greift nach der ganzen Macht. Mit Flugblättern rufen die demokratischen Kräfte die Bevölkerung zum Protest auf. Die Kommunisten aber lassen ihre bewaffneten Werkschutzeinheiten auffahren. Die Einschüchterung gelingt. Staatspräsident Eduard Benesch könnte Widerstand leisten. Er tut es nicht. Freundlich empfängt er Gottwald und bestätigt ihn im Amt. Der Putsch ist geglückt. Wenig später wird die Fahne auf dem Hradschin auf Halbmast gesetzt. Außenminister Jan Masaryk, der Sohn des Begründers der Tschechoslowakei, ist tot. Man fand ihn unter dem Fenster seiner Dienstwohnung. Mord oder Selbstmord? Die Frage bleibt offen. Als Masaryk zu Grabe getragen wird, säumen 700.000 Menschen die Straßen, durch die der Trauerkondukt geführt wird. Eine gewaltige Kundgebung. Aber das ist schon alles. Die Menschen bleiben stumm. Am Ende des Tages liegt die Macht allein bei den Kommunisten. Die Teilung Europas geht weiter. Wie in Österreich wird auch in den deutschen Westzonen eine Währungsreform angekündigt. Die neuen Banknoten werden von den Westalliierten bereitgestellt. In langen Schlangen stellen sich die Menschen zum Geldumtausch an. Die Abwertung ist radikaler als in Österreich. 10 alte Reichsmark für eine neue deutsche Mark. So sehen sie aus, die D-Mark-Scheine. Eine halbe Mark, eine Mark. Die stabile Währung ist Voraussetzung für die Teilnahme Westdeutschlands am Marshallplan. Die Reaktion der Sowjetunion erfolgt prompt. In Ost-Berlin marschiert die Polizei auf und sperrt sämtliche Straßen nach West-Berlin. Auch die Autobahnen werden blockiert. Der Straßenbahn- und S-Bahn-Verkehr nach West-Berlin wird eingestellt. Die Bahnsignale stehen auf Halt. Auch die Stromzufuhr aus dem Osten wird gesperrt. So gibt es im Westen Strom nur noch stundenweise. Diese Druckmaschine wird statt mit einem Motor mit dem Fahrrad betrieben. West-Berlins Oberbürgermeister Ernst Reuter appelliert an die Welt. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft. West-Berlin ist nur noch mit dem Flugzeug zu erreichen. Die Sowjets wollen die Westalliierten zwingen, Berlin zu verlassen. Die Konfrontation könnte zum Krieg führen. Doch der Westen antwortet mit einer Luftbrücke. Die größte Versorgungsoperation in der Geschichte der Luftfahrt läuft an. 2,2 Millionen Westberliner werden mit mehr als 1000 Flügen pro Tag aus der Luft versorgt. Zwei Flugplätze gibt es in West-Berlin, Tempelhof und Tegel. Hier wird entladen, was die Flugzeuge herbeischaffen. Lebensmittel, Kohle, Heizöl und Rohstoffe für die Fabriken, die weiterarbeiten. Die Blockade wird 368 Tage dauern. 22 Flugzeuge stürzen bei diesem Unternehmen ab.
76 Besatzungsmitglieder finden den Tod. Die Blockade Westberlins löst in Österreich prompt die Sorge aus, die Sowjets könnten auch in Wien die Westzone blockieren, können versuchen, den Abzug der Westmächte zu erzwingen. Und das sogar mit mehr Erfolg als in Berlin. Denn in Wien selbst verfügen die Westalliierten nur über kleine Airstrips. Ihre großen Flugplätze befinden sich in Niederösterreich, in der Sowjetzone, bei Tulln und in Schwechat und können daher von den Sowjets leicht blockiert werden. Die Versorgung Wiens über eine Luftbrücke wäre also nicht möglich. Doch mit einem Geheimbefehl ordnen die Amerikaner an, den Bau eines großen Flugplatzes innerhalb der Stadt vorzubereiten und gleichzeitig auch große Vorräte an Lebensmitteln anzulegen, um die Bevölkerung bis zum Funktionieren einer Luftbrücke versorgen zu können. Zwei Möglichkeiten gäbe es für die Anlage von Flugplätzen in der Stadt: die Heiligenstädterstraße und die Simmeringer Heide. Das ist der Airstrip der Amerikaner am Ufer des Donaukanals in Heiligenstadt. Nur Kleinflugzeuge können hier landen. Sie sorgen für den Kurierdienst der Amerikaner zwischen Wien, Linz und Salzburg. Die Briten legen einen Airstrip vor dem Schloss Schönbrunn an. Und so landet man auf diesem Airstrip vor Schönbrunn. Die Amerikaner erwägen, eine große Flugzeugpiste anzulegen auf der Heiligenstädterstraße vor dem Karl-Marx-Hof. Egon Rotblum, Mitglied der amerikanischen Verwaltung in Wien, erinnert sich. Es ging darum, dass für die Eventualität einer Blockade von Wien eine Luftbrücke errichtet werden sollte, und zwar der einzige Ort, der da in Frage käme, ich konnte das nicht beurteilen, war die Heiligenstädterstraße. Wir sollten nur berechnen, welche Baumaschinen notwendig wären, um eine Piste ungefähr in der Länge des Karl-Marx-Hofs, wenn ich mich da richtig erinnere, um dort eine Piste zu konstruieren. Auch Vorräte an Lebensmitteln werden angelegt. Die Schwester des amerikanischen Außenministers, Eleanor Dulles, leitet die Wirtschaftsabteilung der Amerikaner in Wien. Es war streng geheim, mit dem Decknamen Eichhörnchenkäfig. Große Lager mit Lebensmitteln und Medikamenten. Nicht so groß wie in Berlin, aber wir haben sie laufend vergrößert. All diese Aktivitäten werden geheim gehalten, um jede Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. An einen Flugplatz im Stadtgebiet denken auch die Briten. Die Simmeringer Heide böte sich an. Sie liegt im britischen Sektor. Die Kommunisten rufen zum Widerstand. Den geplanten Flugplatz zur Versorgung der Bevölkerung nennen sie einen Kriegsflugplatz. Nicht nur in Österreich, in ganz Europa gibt es Protestmärsche der Kommunisten. Ihr Symbol? Eine Friedenstaube, gemalt von Pablo Picasso. Amerikaner und Österreicher bereiten den Ernstfall vor. Falls die Sowjets Wien blockieren und es zu einem von den Sowjets unterstützten Putsch käme, sollen die wichtigsten Persönlichkeiten von den Amerikanern ausgeflogen werden. In dieser Reihenfolge: Leopold Figl, Karl Gruber, Ferdinand Graf, Oskar Helmer,
Adolf Scherf, Karl Renner, Julius Raab, der Handelskammerpräsident. Im zweiten Flugzeug ÖGB-Präsident Johann Böhm, alle Minister und auch der Generaldirektor der Kreditanstalt, Josef Joham, als Nummer 22. Botschafter Martin Herz. Die Amerikaner sandten einen Boten zu Bundeskanzler Figl. Er sollte nur etwas erfragen. Der Vermittlungsoffizier sagte dem Posten vor der Villa, er wäre von General Kies geschickt und müsste dringend den Bundeskanzler treffen, sprechen, und wurde hereingelassen und hat dann gewartet. Das dauert jetzt so lang. Und er wartete und wartete und wartete. Und schließlich kam der Bundeskanzler die Stiegen herunter, sehr ernst, in jeder Hand einen Handkoffer. Offenbar hat er geglaubt, jetzt ist es soweit und jetzt müssen wir also leider ihn verlassen. Gott sei Dank ist nicht dazu gekommen. Und das erzähle ich eigentlich nur, um zu vermitteln, die Atmosphäre, die damals in Wien geherrscht hat, die große Unsicherheit und die Angst, dass das Land geteilt werden könnte, wie auch Deutschland geteilt worden ist. Auch österreichische Wissenschaftler stehen auf geheimen Evakuierungslisten der Amerikaner, allerdings ohne es zu wissen. Müsste Wien geräumt werden, so heißt es in diesem Befehl des amerikanischen Generalstabs vom 23. Dezember 1949, sind folgende österreichische Wissenschaftler zu evakuieren. Unter ihnen Engelbert Broda, Bruder des späteren Justizministers, ein renommierter Chemiker. Und unter vielen anderen der bekannte Atomphysiker Hans Thiering. Es ist eine lange Liste. Sie alle sind Fachleute von internationalem Rang. Wörtlich heißt es in dem amerikanischen Befehl, österreichische Wissenschaftler sind zu evakuieren. Wenn nicht anders, so notfalls mit Gewalt. Oder sie sind auf andere Art den Sowjets vorzuenthalten. Das heißt wohl, falls sie sich widersetzen, sie zu erschießen. Das Telefonverzeichnis der amerikanischen Spionagedienste in Österreich. Alle vier Besatzungsmächte unterhalten ausgedehnte Spionagenetze. Jeder belauert jeden. Aber jeder respektiert auch jeden. Der britische Hochkommissar begrüßt von einer sowjetischen Ehrenformation vor dem Alliierten Rat. Ebenso der französische Hochkommissar und der amerikanische Hochkommissar. Auch die Beratungen über den österreichischen Staatsvertrag werden in Wien fortgesetzt. Und es wird sogar ein Durchbruch erzielt. Der französische General Scherrière legt einen Plan vor, wie das Problem des deutschen Eigentums zu lösen wäre. Und die Sowjets sind bereit, die als deutsches Eigentum beschlagnahmten Betriebe für Geld abzugeben. Die Erdölfelder allerdings würden auf Jahrzehnte Eigentum der Sowjetunion bleiben. Samt den Schürfrechten. Die DDSG bliebe für immer in sowjetischem Besitz. Unglaublich. Wien ist der einzige Ort im Kalten Krieg, an dem die alliierte Zusammenarbeit funktioniert. Und das gilt auch für die persönlichen Kontakte der Alliierten. Der britische Hochkommissar Sir Alexander Galloway lädt den sowjetischen Hochkommissar Wladimir Kurasow zum Pferderennen in die Freudenau ein. Die Rennen werden von den Briten gesponsert. Doch der Besuch der Rennbahn steht allen offen. Den britischen Soldaten wie den Österreichern. Gloriette Lido heißt das Schwimmbad in Schönbrunn und ist für die Briten reserviert. Mit Ringelspiel und Tanz haben die Briten das Bad zu einem Freizeitclub umgestaltet.
5 Uhr Tee mit Tänzchen. Man ist gern zu Gast bei den Briten. Für die Musik sorgt eine österreichische Kapelle. Baden bei Wien, die Garnisonsstadt der Sowjets. Badefreuden gibt es auch hier. Offiziere dürfen ihre Frauen nachkommen lassen. Aber im Gegensatz zum Schönbrunner Bad der Briten geht es bei den Russen puritanisch zu. Getrenntes Baden für Männer und Frauen, aber auch für Offiziere und Mannschaften. Die Soldaten dürfen die Garnison nicht verlassen. Künstlergruppen aus der Sowjetunion kommen zu Gastspielauftritten und sorgen für Unterhaltung. Harmlose Soldatenbetreuung. Und harmlos geht es auch bei der Truppenbetreuung der Amerikaner zu. Nicht so gut steht es um das Benehmen der amerikanischen Soldaten. Mit einem Comic-ABC sollen sie erzogen werden. Soldat, siehst du so aus? Ungepflegt und betrunken? Immer auf der Jagd nach Mädchen? Schießend und johlend unterwegs? So machst du dir keine Freunde. So ist es richtig. Manche haben es offenbar richtig gemacht. Nicht wenige Amerikaner suchen sich ihre Bräute in Österreich. Begrüßung zu einem Kinderfest der Amerikaner. In Zeiten des Kalten Krieges wird Sympathiewerbung großgeschrieben. Mit Sackhüpfen kann man Kinderherzen damals noch erfreuen. Großes Gedränge gibt es beim Ballwerfen. Das allerdings ist neu. Seifenkistenrennen, ein Kindersport aus Amerika. Jedes Kind fährt im eigenen, selbstgebastelten Modell. Gestartet wird in Gruppen. Der Sieger wird mit der Stoppuhr ermittelt. Die Beziehungen zur Bevölkerung nehmen in jeder der alliierten Zonen besondere Formen an. Der französische Hochkommissar Émile Betoir reist im eigenen Sonderzug durch eine der schönsten Gegenden Österreichs. Durch seine Zone, Tirol und Vorarlberg. Von der Bevölkerung begrüßt wie eine Majestät. Und die Bevölkerung grüßend mit majestätischer Gelassenheit. Auch eine echte Majestät ist gekommen, der Sultan von Marokko. Die französischen Verbände bestehen vielfach aus Marokkanern. Der Sultan zeichnet sie aus. Sie bedanken sich mit Handkuss und mit einer echten Fantasia. Reiterspiele aus der Wüste. Das Jagen ist eine besondere Form der Beziehungspflege zwischen Bundeskanzler Figel und den Alliierten. Hier unterwegs mit General Betoir und dessen Frau. Eine
keine Stärkung für die Treiber. Gejagt werden Hasen. Weidmanns Dank, so heißt es, wenn viele auf der Strecke bleiben. Die Jagd als Mittel der Diplomatie. Fiegel gelingt es, bei diesen Gelegenheiten immer wieder von den Hochkommissaren etwas für Österreich zu erreichen. Und so wechseln die Jagdgäste Fiegels auch. Hier sind es Russen und Briten. Und die Reblaus, das heißt die Heurigenpartie, wird tatsächlich eingesetzt, um mit den Besatzern besser auszukommen. Oft wird auch gesungen. Einer der besten Unterhalter dabei ist Unterrichtsminister Felix Hurdes. Doch die Bilder täuschen. Der Besatzungsalltag ist alles andere als gemütlich. Im Wiener Untergrund trifft sich so ziemlich alles, was man später unter dem Titel »Der dritte Mann« versteht. Schleichhändler, Spione, Geschäftemacher aller Art. Hier stoßen fünf Welten aufeinander, die der Sowjets, der Amerikaner, der Briten, der Franzosen und der Österreicher. Und von einem Sektor zum anderen fährt man mit der Straßenbahn ohne jede Kontrolle. Das erleichtert die Sache. Die vier im Jeep, die Militärpolizisten der Alliierten, sollen zwar auf Ordnung sehen, aber Jagd, wie bei dieser Übung, machen sie nur auf zivile Schleichhändler. Den Untergrundkrieg der Alliierten können die vier im Jeep nicht stoppen. Von diesem Agentenkrieg berichtet Halvar Ekern. Er ist der Verbindungsmann der Amerikaner zu den Sowjets. As we did in the early days. There was quite a little underground warfare between the occupation, between the British, French and Americans and the Soviet. Es gab da einen Kleinkrieg im Untergrund zwischen den Besatzungsmächten und einige wurden dabei getötet. Ich hatte ein Verzeichnis angelegt, wer da alles getötet worden ist. Drei Amerikaner wurden auf dem Kahlenberg erschossen von den Sowjets. Wir haben Sowjets erschossen vor der Peterskirche. Die Franzosen haben einen Sowjetoffizier von einer Brücke über die Bahngeleise gehalten und ihn losgelassen, als der Zug kam. Also es gab diese Scharmützel und einige Verluste dabei. Und Spionage gab's. Spionage oft auf lächerlich niedrigem Niveau. Ein amerikanisches Spionagefoto der sowjetischen Garnisonsstadt Baden. Eingezeichnet der Flugplatz, Kasernen, militärische Einrichtungen. Dazu Fotos mit versteckter Kamera, ein LKW, ein Jeep mit Soldaten, ein Hotel als Truppenquartier, ein Kasernentor. Unwichtige Fotos. Doch die Sowjets verhaften jeden, wenn sie feindliches Verhalten vermuten. Menschen verschwinden. Letztlich werden es über 1500 sein. Verhaftet, verurteilt, in die Sowjetunion verschleppt. Darunter auch Prominente wie Anton Marek. Marek ist Kriminalbeamter und hat den Auftrag des Innenministers, den Übergriffen der Sowjets nachzugehen. Er hält ganz offiziell Kontakte mit den Sowjets. Doch dann wird er in die sowjetische Kommandantur in der Belaria beordert und kommt nicht zurück. Offenbar wird er festgehalten. Maximilian Pammer, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, wird von seinen Beamten alarmiert. Wir haben die Situation besprochen und beschlossen, dass wir die Prokuratur mit Polizeiwagen umstellen und, wenn notwendig,
mit jedem Wagen, der herauskommt, eine Karambolage bewerkstelligen, um auf diese Weise den Markt zu befreien. Das ist nichts geworden, die Aktion war umsonst. Wie uns Marek nach seiner Rückkehr erzählt hat, war zu der Zeit schon nicht mehr in der Prokuratur, sondern in Baden. Das sowjetische Gefängnis in Baden befindet sich hinter dieser Absperrung. Hinter wem sich die Tore schließen, der wird nicht so bald wieder gesehen. Margarete Ottelinger, zuständig für den Marshallplan, kommt mit ihrem Minister Peter Krauland zur Sowjetkontrolle an der Enzbrücke. Und auf einmal ist er plötzlich nach vorgelaufen, hat die Tür aufgerissen, hat sich hineingesetzt. Und ich habe zu dem Chauffeur geschrien, Rückwärtsgang zurück. Der hat den Rückwärtsgang auch noch hineingebracht. Der Wagen hat begonnen zurückzufahren. Ich habe den Russen von rückwärts gepackt und habe zurückgeschaut. Die Amerikaner sind schon aufmerksam geworden, die am Ende der Brücke gestanden sind. Aber ich habe den allein nicht halten können, nicht. Der Minister ist in der Ecke gesessen und hat sich überhaupt nicht gerührt. Und der Russe ist also dem in den Scheuthebel gefallen und hat ihn auf Leerlauf gestellt und der Wagen ist durchgerollt. Der Schranken hat sich gehoben, er ist durchgerollt und da waren sie schon mit den Maschinenpistolen, obwohl der hineingegangen, also ins Auto sich gesetzt hat, nicht bewaffnet war. Auch Ottelinger kommt in eine Gefängniszelle in Baden, wird verurteilt und in die Sowjetunion verschleppt. Auf dem amerikanischen Militärflughafen bei Tulln treffen die Stabschefs der US-Streitkräfte ein. Begrüßt von Hochkommissar Case, begeben sie sich in das Hauptquartier der Amerikaner in Wien, das beschlagnahmte Gebäude der Nationalbank. Der Zweck des Besuchs? Die höchsten Militärs der USA wollen feststellen, welchen strategischen Wert Österreich im Falle eines Krieges hat. Die Mission bleibt nicht geheim. Die Generäle steigen im Hotel Bristol ab, dem Gästehaus der Amerikaner in Wien. Auf der Ringstraße davor demonstrieren Kommunisten. Army go home. Army Go Home steht auch auf dem Haus des sowjetischen Informationsdienstes am Karlsplatz. Streng geheim. Im Falle eines sowjetischen Angriffs, heißt es in diesem Memorandum an das amerikanische Verteidigungsministerium in Washington, seien Waffen und Ausrüstung für österreichische Verbände bereitzustellen, die auf Seiten der Westmächte eingesetzt werden sollen. An Verteidigung allerdings könne erst in den Alpen gedacht werden. Das östliche Österreich müsste aufgegeben werden. Entlang dieser gedachten Frontlinie wird die Verteidigung nun geübt. In einem gemeinsamen Manöver amerikanischer und französischer Verbände. Die Übung wird im Raum Zell am See abgehalten. Etwa dort, wo die gedachte Frontlinie verlaufen würde. Es sind die Franzosen, die darauf bestehen, im Falle eines Krieges schon in Österreich Widerstand zu leisten. Nicht erst an der italienischen Grenze. Geübt wird auch die Fliegerabwehr. Unglaubliches tut sich bei Gmunden am Traunsee. Hier richten die Amerikaner ein Spionagezentrum besonderer Art ein. Dafür haben sie den letzten Leiter des SS-Spionagedienstes in Südosteuropa, Wilhelm Höttl, und dessen Leute gewonnen. Die seither freigegebenen Geheimakten über deren Tätigkeit lassen erkennen, dass die Amerikaner nur noch die Sowjets und die Kommunisten als Feinde betrachten. Die Verfolgung prominenter Nationalsozialisten haben sie aufgegeben.
Den Amerikanern ging es ganz grob gesprochen, was habt ihr für Archive, was habt ihr für Aufstellungen noch von russischen Stellen, was habt ihr noch für Verbindungen vor allem. Denn sie waren natürlich so optimistisch, dass sie glaubten, also der deutsche Geheimdienst hätte da hinter den Ural oder in der Fabrik in Leningrad oder was noch seine Vertrauensleute sitzen. Nicht? Das war natürlich eine gewisse Enttäuschung. Und so, dass sie dann auch bescheidener wurden und die Aufklärung von russischen Stellen in Niederösterreich und Wien und im Burgenland betrieben mit ihren neuen Verbündeten, die also witzigerweise eben dann doch zu einem wesentlichen Teil von der SS stammten. Glasenbach bei Salzburg. In diesem Lager hatten die Amerikaner bis zu 12.000 Nationalsozialisten und SS-Leute aller Ränge interniert. Die leeren Baracken werden per Urkunde den Österreichern übergeben und vom Salzburger Landeshauptmann übernommen. Das geräumte Lager, auch Ausdruck der gewandelten Interessen im Kalten Krieg. Die Westalliierten haben also das Interesse an der Entnazifizierung verloren. Ihre Feinde sind jetzt die Sowjets und die Kommunisten. Für die österreichische Politik aber stellt sich die Frage, wie man mit den früheren Nationalsozialisten umgehen soll. 1945 durften sie nicht wählen. 1949 aber wird wieder gewählt und diesmal kann man sie nicht mehr ausschließen, kann 550.000 Menschen nicht länger ausgrenzen. Das ist ein großes Wählerpotenzial. Und so versuchen alle Parteien, selbst die Kommunisten, die Stimmen der früheren Nationalsozialisten für sich zu gewinnen. Aber da gibt es auch schon Kräfte, die daran denken, eine neue Partei zu gründen. Eine Partei, die sich der ehemaligen Nationalsozialisten annimmt. Zentrum dieser Überlegungen ist Salzburg. Hier gibt der Publizist Herbert Kraus die Zeitschrift Berichte und Informationen heraus und ist der Meinung, dass mit dem Nationalsozialistengesetz nichts erreicht worden sei. Die einsichtigen und vom Nationalsozialismus geheilten Menschen wären ausgegrenzt worden, ohne dass der Versuch gemacht worden wäre, sie für die Demokratie zu gewinnen. Diesen Versuch will Kraus jetzt wagen. In der Frohenburg in Salzburg gründet Herbert Kraus gemeinsam mit dem Journalisten Viktor Reimann im März 1949 den Verband der Unabhängigen, den VDU. Infolgedessen war es meine Absicht bei der Gründung des VDU, die Auflockerung, die demokratische Auflockerung zustande zu bringen und bei der Gelegenheit natürlich vor allem die damals völlig orientierungslosen ehemaligen Nationalsozialisten mit einem neuen Geist zu erfüllen, zu neuen Idealen hinzuführen. Ich habe mit Verwunderung in allen ausländischen Zeitungen immer wieder von Re-Education gelesen, aber in keiner einzigen österreichischen Zeitung ein Wort von einem österreichischen Politiker, dass etwas für die Umerziehung der ehemaligen Nationalsozialisten getan werden sollte. Kraus ist erfolgreich. Zu seinen Kundgebungen finden sich tausende Menschen ein, vor allem ehemalige Nationalsozialisten. In der Parteizentrale der SPÖ wird das Auftreten des VDU begrüßt. Die neue Partei wird das bürgerliche Lager spalten und der SPÖ damit die Mehrheit verschaffen, hofft man. Das befürchtet auch die ÖVP. Julius Raab und der spätere Generalsekretär der ÖVP, Alfred Maletta, versuchen, den VDU zu verhindern. Nach Schloss Oberweis bei Gmunden laden sie einige ehemals prominentere Nationalsozialisten ein, mit dem Angebot, statt des VDU die ÖVP zu unterstützen. Doch daraus wird nichts. Das geheime Treffen bleibt nicht geheim. Die Nazi-Frage wird zum beherrschenden Wahlkampfthema. Eine halbe Million ehemaliger Nationalsozialisten werden in die Wählerverzeichnisse aufgenommen. Und nicht nur sie, auch die 300.000 Soldaten, die inzwischen aus der Kriegsgefangenschaft heimgekommen sind. So wenden sich alle Parteien an diese Heimkehrer.
Hört auf uns, heißt es auf den Plakaten. Und auch in dieser Kinowerbung. Hört auf uns! Hört auf uns! Hört auf uns! Beide Parteien bedienen sich der gleichen Worte und der gleichen Bilder. Hört auf uns. Die Stimmen der 300.000 Heimkehrer könnten wahlentscheidend sein. Und es geht um das noch größere Wählerpotenzial der ehemaligen Nationalsozialisten. An sie wendet sich die ÖVP mit diesem Plakat. SPÖ und KPÖ werden bezichtigt, vom Frieden zu reden, aber den Hass zu wollen. Die ÖVP hingegen bietet den Nationalsozialisten die Gleichberechtigung an. Die SPÖ wendet sich an die Nationalsozialisten mit einer Entschuldigung. Ein getarnter kommunistischer Agent habe der SPÖ bei der letzten Wahl dieses Plakat unterschoben, auf dem der Austausch der Nazis gegen Kriegsgefangene gefordert worden war. Auch die Kommunisten werben um die Stimmen der Nationalsozialisten. Sie fordern die Vernichtung der Gauakten, also jener Akten, in denen Gesinnung und Taten der Parteimitglieder festgehalten wurden. Einen Schlussstrich für Minderbelastete versprechen die Kommunisten. Eine Wahlkampfidee der ÖVP. Kauf nicht die Katz im Sack. Aus dem Sack der SPÖ springt die Katze Volksdemokratie. Eine Anspielung auf die sozialistischen Einheitsparteien, die in Osteuropa den Kommunisten die Machtergreifung ermöglichten. Prompt antwortet die SPÖ. Die Katze mit dem Gesicht Fiegels lässt das Mausen nicht. Die ÖVP das Lügen nicht. Die Sozialisten werden niemals für Volksdemokratie und Diktatur sein. In den Oststaaten haben sich die Kommunisten an die Macht geputscht. Die Angst, sie könnten es auch in Österreich versuchen, ist groß. Und ein Hauptwahlkampfthema der ÖVP. Darauf antworten die Kommunisten und meinen mit Schicksal die Lohnpreisabkommen, die Steuererhöhungen, die Verluste durch die Währungsreform. Der VDU meldet sich zu Wort mit einer einfachen Parole. Doch jeder weiß, wofür der VDU, der als Wahlpartei der Unabhängigen antritt, steht. Rehabilitierung der früheren Nationalsozialisten. Die ÖVP fürchtet, diese Stimmen zu verlieren und antwortet: Jede vierte Partei ist ein Dolchstoß gegen Österreich, weil sie die ÖVP schwächt. Es gibt noch kein Fernsehen. Der Wahlkampf findet vorwiegend auf den Plakatwänden statt. 9. Oktober 1949, Wahltag. Niemand weiß, für wen sich die ehemaligen Nationalsozialisten und die Heimkehrer entscheiden werden. Bundeskanzler Fiegel wartet auf das Resultat. Die Überraschung ist groß. Gleich 16 Mandate für den VDU. ÖVP und SPÖ, gleichermaßen geschwächt, verlieren je 8 Mandate. Die Kommunisten bringen es auf 5. Als der Nationalrat zusammentritt, könnte die SPÖ mit den 16 Abgeordneten des VDU eine Regierung bilden. Doch im VDU werden die Deutschnationalen bald über die liberalen Kräfte triumphieren. Und das wird die Partei zerreißen. Außerdem, das Land ist noch besetzt. Es bleibt bei der Großen Koalition, mit Fiegel und Scherf an der Spitze. Der Wiederaufbau gewinnt an Schwung und findet seinen symbolischen Ausdruck im Bau des Kraftwerkes Kaprun. Die Fertigstellung wird 6 Jahre dauern. Kaprun wird eines der größten Speicherkraftwerke in Europa werden. Der Stolz auf diese Leistung sollte sich in Grenzen halten. Der Bau wurde schon 1939 begonnen und im Krieg weitergeführt, unter Einsatz tausender Zwangsarbeiter aus ganz Europa. In den Puchwerken in Graz werden bereits 100.000 Fahrräder im Jahr produziert. Fast durchwegs für den Export. Ebenso das gängige Kleinmotorrad Puch 125. Es gibt auch schon eine bescheidene Automobilausstellung. Das gefragteste österreichische Produkt ist der Lohner-Roller. Ein neuartiges Gefährt und eine Antwort auf die Vespa, die aus Italien kommt. Auf den zunehmenden Verkehr ist man nicht vorbereitet. Nicht die Kinder,
und nicht die Passanten auf der Straße. Die Polizei versucht es mit Verkehrserziehung. Es gibt 1000 Verkehrsunfälle pro Monat. Opfer sind vorwiegend Fußgänger und Menschen, die von der fahrenden Straßenbahn abspringen. Ein Autowildling und hinter ihm etwas völlig Neues. Weiße Mäuse. Gefürchtet aber sind die Führerscheinprüfungen. Vor allem die Prüfer. Wer in den heutigen Zeiten um einen Führerschein ansucht, der trifft mit Recht die ganze Strenge des Gesetzes. Also, Herr Zierwitzer, passen Sie auf. Was ist eine Straße? Eine Straße ist die Verkehrsfläche zwischen Häuserfront und Häuserfront. Frechheit, woher wissen Sie denn das? Gerhard Bronners Kabarett feiert Triumphe mit Qualtinger, Kreisler, Luise Martini, Karl Merz. Im Mittelpunkt nicht nur der Verkehr, der aber auch. Bis jetzt, wo ich in meiner bloten Tag fühlte, jetzt wissen solle, in mir steckt noch was drin. In meiner großen Entmigetta, jetzt der Wüte mit seiner Maschine. Weil vor jetzt jeder Limousine fuhr, schließlich lebt der Mensch von heute Spurt. Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich hinfuhr, aber dafür bin ich geschwinder tot. Der Art Club wird Zentrum der jungen Künstler, Kabarettisten und Musiker. Friedrich Gulda am Klavier, Uzi Förster an der Klarinette. An den Wänden Bilder von Malern, die ihren Weg erst machen werden. Und in heftigen Diskussionen die Künstler, die ihren Weg noch suchen. Gerhard Bronner, Stammgast im Strohkoffer, wie die Galerie genannt wird, erinnert sich. Es war ein Diskussionsforum. Es ist dort viel gestritten worden. Brauche ich dir nicht erzählen, dass von den 6 Künstlern gibt es 8 Meinungen mindestens. Und jeder hat den anderen eigentlich für nicht würdig gehalten, in diesem Strohkoffer auszustellen. Aber das hat sich mit der Zeit gegeben. Und heute ist es eine wehmütige Erinnerung an eine Zeit, wo sehr viel Gutes und zum Teil sogar Wichtiges in Wien entstanden ist. Drei Kunstrichtungen beherrschen diesen Streit. Der Surrealismus, der sich entwickelnde fantastische Realismus und die abstrakte Malerei. Die Künstler suchen Anschluss an die Welt nach den Jahren der Abgeschlossenheit im Dritten Reich, in dem solche Richtungen als entartete Kunst gegolten haben. Vertreten sind sie hier schon alle, unter den damals ganz jungen Arik Brauer. Der Art Club war für uns, wir waren 16-, 17-jährige Buben, das war für uns etwas absolut Neues. Und dort waren Leute, die eine intellektuelle Sprache geführt haben, das war auch was für Neues für mich. Es wurde tatsächlich dort die Suppe gekocht, die später gegessen wurde. Es entschied sich dort, was passiert in der bildenden Kunst in Österreich. Es wurde besprochen und erstritten, die Wiener Schule des fantastischen Realismus, die gegenstandslose Malerei, die sich ausgedrückt hat in der Galerie St. Stephan dann so stark. Und später natürlich kam auch dazu die ganzen Wilden und es kam alles, das entstand alles im Art Club. Friedensreich Hundertwasser mit Paris Gütersloh, dem Gründer des Art Clubs. Gütersloh sammelt sie alle um sich. Das Gruppenbild von damals ist die Ahnengalerie vieler der heute international anerkannten österreichischen Maler. Friedensreich Hundertwasser. Rudolf Hausner. Ernst Fuchs. Wolfgang Hutter. Kurt Moldovan. Paul Flora. Maria Bilger.
Josef Mickel. Maria Lasnik. Oswald Oberhuber. Arnulf Reiner. Max Weiler. Der Bildhauer Fritz Wotruba. Alfred Hrdlička. Zurück zur Weltpolitik. Nach Bonn, 1949. Die Bundesrepublik Deutschland wird gegründet. Die gewählten Abgeordneten finden sich ein. Der Sozialdemokrat Kurt Schumacher, der Christdemokrat Konrad Adenauer und die alliierten Hochkommissare. 4 Jahre nach Österreich soll Westdeutschland seine erste gewählte Regierung erhalten und als Bundesrepublik Deutschland ein eigener Staat werden. Konrad Adenauer wird zum Bundeskanzler gewählt. Ich spüre es, so wahr mir Gott helfen. Die Sowjets ziehen gleich. In Ost-Berlin wird die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen. An der Spitze nominell Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl. Aber Moskaus Statthalter ist Walter Ulbricht, der Generalsekretär der Einheitspartei SED. 2 deutsche Staaten, die Teilung Deutschlands ist vollzogen. In Ost-Berlin wird das mit dem üblichen kommunistischen Ritual gefeiert. Einer aber feiert seinen Absprung aus dem Ostblock. Josip Broz Tito, der jugoslawische Staatschef. Er hat Stalin die Stirn geboten. Jugoslawien unterwirft sich nicht dem sowjetischen Diktat. Dafür wird es belohnt. Der amerikanische Botschafter in Belgrad unterzeichnet mit Tito ein Hilfsabkommen, dass es Jugoslawien ermöglicht, auf eigenen Füßen zu stehen. Deutschland ist geteilt, die DDR eingegliedert in Stalins Imperium. Titos Jugoslawien ist abgesprungen. Wird Stalin das tolerieren? Und wie wird sich das auf Österreich auswirken? Eine Atombombe wird gezündet. Es ist eine sowjetische. Die Sowjetunion hat das amerikanische Atommonopol gebrochen. Präsident Truman gibt das selbst bekannt. Der nächste Schock. Das kommunistische Nordkorea greift Südkorea an. Aus dem Kalten Krieg ist ein heißer geworden. Die Welt leistet Widerstand. Die UNO erklärt Nordkorea den Krieg. Er wird von den USA geführt, aber 18 weitere Nationen entsenden Soldaten. Leidtragend auch hier wieder die Zivilbevölkerung. Zehntausende sind auf der Flucht. Es wird 3 Jahre dauern, ehe der Krieg mit einem Patt beendet wird. Der Krieg in Korea hat Auswirkungen auf Österreich. Er verstärkt die Angst, es könnte nun auch in Europa zum heißen Krieg kommen. Und der Koreakrieg wirkt sich auch wirtschaftlich aus. Weltweit steigen die Preise für Rohstoffe und Lebensmittel.
Dabei hat Österreich ohnehin schon mit hohen Inflationsraten zu kämpfen. Zeitweise mit Preissteigerungen bis zu 40%. Vor allem auch, weil Österreich für die enormen Kosten der Besatzung aufkommen muss. Nur die USA zahlen selbst für ihre Truppen. Für die Stationierung der sowjetischen, britischen und französischen Soldaten muss Österreich bezahlen. Das verschlingt fast ein Viertel des ohnehin so kargen Staatsbudgets. Wie bewältigt man das? Wie schafft man den Wiederaufbau unter diesen Bedingungen? Diese Frage führt uns zunächst zurück in das Jahr 1948. 1948 hält der Österreichische Gewerkschaftsbund seinen ersten Bundeskongress nach dem Krieg ab. Die Delegierten wählen Johann Böhm zum Präsidenten. In seiner Antrittsrede stellt Böhm Weichen, die die weitere Entwicklung Österreichs entscheidend beeinflussen werden. Böhm bekennt sich zur freien Wirtschaftsordnung und zur Zusammenarbeit mit den Unternehmern. Gemeinsam werde man den Wiederaufbau bewältigen. Das ist der Beginn der Sozialpartnerschaft. Aber Regierung und Industrie wissen, dass zunächst den Arbeitnehmern Opfer abverlangt werden. Franz Fetzer, damals Generalsekretär der Industriellen Vereinigung, spricht das offen aus. In gewissem Sinne ist der Wiederaufbau der Gesamtwirtschaft natürlich über die Preise gemacht worden. Wenn man böswillig sein würde, würde man sagen, auf dem Buckel des Verbrauchers. Aber wie sollte es anders damals geschehen? Kredite, die man heute aufnimmt, wenn man in Schwierigkeiten kommt, als Staat oder als Wirtschaft, gab es nicht. Wer hätte uns denn damals Kredite gegeben? Wie stolz waren wir, als wir die ersten kleinen Millionen Wirtschaftskredite von England her bekamen. Aber der Staat konnte keine Anleihe aufnehmen. Industrien, welche Industrien? Sie waren ja zusammengeschlagen. Der Aufschwung wird also durch Preiserhöhungen finanziert. Auf dem Naschmarkt merkt man das sofort. Es gibt Preissprünge bis zu 50%. 10 Decker Burenwurst, bisher 1,80 Schilling, jetzt 2,50 Schilling. Etwa 1 Kilo Kohl, bisher 1,50 Schilling, jetzt 2,50 Schilling. Das gilt auch für andere Waren. Das Dorotheum ist für viele der letzte Ausweg. Doch nicht Gold und Juwelen werden versetzt. Es sind Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Eine Handtasche, eine Teekanne, Kochlöffel, eine Verschirrmaschine, ein Bügeleisen. Das Dorotheum leistet da aktive Sozialhilfe. Alles wird als Pfand angenommen, auch Kleider und Bettwäsche. Ein Säckchen mit Straußenfedern. Für ein paar Schuhe, gut erhalten, gibt es 23 Schilling. Die Preissteigerungen werden von den Kommunisten angeprangert. Brot 26%. Semmeln 58%, Mehl 63%, Grieß 32%, Zucker 34%, Straßenbahn 25%. Der Verrat ist perfekt. Der Angriff der Kommunisten gilt dem ÖGB. Die Gewerkschaften haben auch dem Lohnpreisabkommen zugestimmt. Die Rücknahme des Lohnpreisabkommens wird gefordert. Betriebsräte der Kommunisten und des VDU rufen zum Streik auf. Nicht überall wird gestreikt, aber doch in einigen großen Betrieben. In der Föst und in den Stickstoffwerken in Linz wird nicht nur die Arbeit niedergelegt. Die Arbeiter folgen auch der Aufforderung der Streikführer, zu einer Großkundgebung auf dem Linzer Hauptplatz zu marschieren. Dort wird der Rücktritt der Regierung gefordert und die Absetzung der ÖGB-Spitze. Man ist auch zur Gewalt bereit, marschiert zur Arbeiterkammer und stürmt das Gebäude. In Wien kommt es zu einem Marsch auf das Kanzleramt.
Die Demonstranten stammen vorwiegend aus sowjetischen Usia-Betrieben jenseits der Donau. Verstärkungen aus Niederösterreich und den Wiener Vororten stoßen hinzu. Als der Zug den Schottenring erreicht, ist er auf 10.000 bis 15.000 Menschen angewachsen. Mit Mannschaftswagen versucht die Polizei, den Ballhausplatz abzuriegeln. Marschziel der Demonstranten ist das Kanzleramt. Dort soll die Regierung unter Druck gesetzt werden, das Lohnpreisabkommen zu widerrufen. Weg mit dem Preistreiberpakt, lautet die Parole. Einige Demonstranten versuchen, die Sperren der Polizei durch den Volksgarten zu umgehen. Doch dann wird die Barrikade gestürmt und überklettert. Die Polizisten treten den Rückzug an, laufen den Demonstranten voraus, am Kanzleramt vorbei, zum Minoritenplatz, wo sie sich im Schutz eines improvisierten Wasserwerfers sammeln wollen. Die Demonstranten haben sich mit Holzlatten von einer Baustelle bewaffnet und jagen den Polizisten nach. Der Wasserwerfer wird eingesetzt. Ein gewöhnlicher LKW mit Polizisten, die mit Feuerwehrschläuchen auf die Demonstranten spritzen. Der Wasserwerfer wird gestürmt. Die Polizisten retten sich auf das Dach des Führerhauses. Nun wird das Kanzleramt belagert. Bundeskanzler Figl hat sich geweigert, das Haus zu verlassen. Alfred Nagel ist für den Schutz des Kanzlers verantwortlich. Kein Dollfußmord ist das Stichwort. Man befürchtet den Dollfußmord. Es gibt sicher sehr viele Polizei, wenn etwas passiert, im Bundeskanzler, auch Staatspolizei. Aber es war unklar, ob die Polizei verlässlich ist und wirklich den Kanzler schützen kann. Und das war meine Aufgabe, eine Art Sicherheitsring um das Sekretariat zu machen, um einen Anschlag zu verhindern. Ich habe also die Pistole ausgegeben und gesagt, bitte Achtung, ist ein Angriff zu erwarten, bitte bleiben Sie in Ihren Büros. Es sind gefährliche Momente, doch der Sturm bleibt aus. Harten Worten folgt der Appell, abzuziehen und den Streik fortzusetzen. Doch man schreitet auch zur Tat und versucht, den Verkehr lahmzulegen. Mit Bauschutt werden Straßen blockiert und Sand wird auf Straßenbahnschienen gehäuft. Denn die Straßenbahner streiken nicht und wehren sich gegen kommunistische Rollkommandos, die die Remisen besetzen wollen. Auf der Westbahn werden Schienen gelockert und Gleise mit quergelegten Balken blockiert. Die Arbeitereinheit wird beschworen und in einigen Betrieben auch erzwungen. Kommunistische Stoßtrupps aus den Rackswerken, die ein Usia-Betrieb sind, ziehen aus und dringen unter anderem auch in die Textilfabrik Walek in Wiener Neustadt ein. Ihr Ziel ist es, den Streik zu erzwingen. Und so schalten sie die Maschinen ab. Grete Skartz schildert, was geschah. Auf einmal hören wir, dass die Motoren ausfallen und wir haben geglaubt, es ist ein Stromausfall. Und auf einmal steht ein fremder Mann bei unserer Maschine und stellt uns die Maschine ab. Und wir vier Frauen, die Maschine da bedient haben in der Spulerei, wir haben uns auf den hingestürzt wie Wüde und haben gesagt, was fällt Ihnen denn ein? Was tun Sie überhaupt da? Was geht Ihnen das an? Schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Und schon war der kaufmännische Direktor, das war damals der Direktor Schäberl, war bei uns, also der ist halt auch rasch ins Werk reingelaufen und hat gesagt, tut's, was die sagen, ich bitte euch, fangt nichts an, dass uns die da nichts zertrümmern. Franz Ola, damals Obmann der Bau- und Holzarbeitergewerkschaft, ist entschlossen, den Kommunisten entgegenzutreten. Wien Niederösterreich war am schlimmsten deswegen, weil die sowjetische Besatzungsmacht durch einen Befehl Polizei und Gendarmerie lahmgelegt hat. Sie durften nicht gegen sogenannte Streikende einschreiten, egal was die machen. Die Folgen kann man sich ja ausmalen. Sie besetzten Betriebe, die nicht bereit waren zu streiken, misshandelten Arbeiter. Ich denke an die verletzten Straßenbahner, an die verletzten Polizisten, an die verletzten Eisenbahner. Ola holt seine Arbeiter von den Baustellen, versieht sie mit Holzknüppeln, führt sie in die sowjetische Zone
und vertreibt mit ihnen die kommunistischen Besetzer aus den Straßenbahnremisen. Als wir die Kommunisten mit einigen, gezielten Schlägen aus dem Straßenbahnhof entfernt hatten, hat die Polizei mit uns eingegriffen. Die hat sich vorher, die hat ja nicht eingreifen dürfen und traute sich auch nicht. Und ich habe dann mit Interesse gesehen, wie die Polizisten selber in ihrer Wut darüber dann selber mitgeholfen haben, den Straßenbahnhof zu säubern. Und die erste Tramway ist dann wieder rausgefahren. Zu schweren Auseinandersetzungen kommt es in Wiener Neustadt. Die Kommunisten besetzen das Postamt. Innenminister Helmer schickt Polizei. Karl Flanner, kommunistischer Betriebsrat, erlebte das auf der Seite der Besetzer. Da sind sie nun in Überzahl und vor allem auch ausgerüstet mit Stahlhelm und mit Gummigmitteln. Sind die dann auf uns losgegangen. Wir haben dann auf einen mit Ziegel geworfen und wir haben auch Prügeln gehabt. Es hat sich ein Kampf entwickelt, den wir verloren haben. Nicht wieder haben sie dann die Steigposten heruntergeprügelt. Es war also wie ein Bürgerkrieg, gerade dass nicht geschossen worden ist. Nicht? Der ÖGB appelliert an die Arbeiterschaft. Es geht ums Ganze. Bereitet den Kommunisten eine vernichtende Abfuhr. Die Streikbewegung bricht zusammen. Viele, die anfangs mitgemacht haben, verweigern den Kommunisten die Gefolgschaft. Zivilisten und auch Polizisten säubern die Straßenbahnschienen. Der ÖGB ruft zu einer Freiheitskundgebung auf dem Wiener Rathausplatz. Von Ternitz kommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeiter aus Betrieben, die von Kommunisten gestürmt worden waren. Die Bauarbeiter Franz Olas und die verletzten Straßenbahner werden mit Applaus begrüßt. 100.000 sind gekommen. Sie sind, ebenso wie die Regierung und der ÖGB, überzeugt davon, einen Putschversuch der Kommunisten abgewehrt zu haben. Und Johann Böhm ruft ihnen zu, die Demokratie ist gerettet, die Freiheit hat gesiegt. Was also war das? Sicherlich kein Streik, nur um Lohnerhöhungen. Eher wollten die Kommunisten eine Umbildung der Regierung und Einfluss auf den Gewerkschaftsbund erzwingen. Die Regierung selbst spricht von einem Putschversuch der Kommunisten, einem Versuch der Machtergreifung. Das wäre vielleicht möglich gewesen, wenn die sowjetische Besatzungsmacht einen solchen Versuch aktiv unterstützt hätte. Aber das lag nicht im Interesse der Sowjetunion, wie wir heute aufgrund erstmals zugänglicher sowjetischer Dokumente wissen. Die Sowjets waren vielmehr daran interessiert, dass ihre USEA-Betriebe in Österreich wegen des Streiks keine Produktionseinbußen erleiden. Und doch waren die Befürchtungen, es könnte auch in Österreich zu einer Machtergreifung der Kommunisten kommen, nicht ganz unbegründet. Denn es gab Funktionäre in der Führung der KPÖ, die sich eine gewaltsame Lösung der österreichischen Frage durchaus vorstellen konnten, nämlich eine Teilung Österreichs nach deutschem Muster. Im sowjetischen Teil hätten dann die Kommunisten das Sagen gehabt. Doch da schaltet sich Moskau ein und tritt solchen Überlegungen entgegen. Zuständig für die Lenkung der ausländischen kommunistischen Parteien ist das Mitglied des Politbüros Andrei Zhdanov. Zhdanov zitiert den Generalsekretär der KPÖ, Friedel Fürnberg, und den Vorsitzenden der KPÖ, Johann Koplenik, zum Rapport nach Moskau. Der Inhalt dieses Gesprächs wurde in einem geheimen Protokoll festgehalten, das uns heute erstmals zur Verfügung steht. In der KPÖ gäbe es Überlegungen, dass eine Teilung Österreichs besser sei als alles andere. Diese Feststellung ist von Grund auf falsch, erklärt Zhdanov und untersagt der KPÖ, solche Überlegungen anzustellen. Hilde Koplenik, die Frau des KPÖ-Vorsitzenden, wusste von solchen Erwägungen in der Parteiführung. Es hat in der Führung der Partei Strömungen gegeben und einzelne Leute gegeben, denen es lieber gewesen wäre, wenn, ganz offen gesagt, wenn Österreich geteilt worden wäre und wenn ein Teil von Österreich unter russische Herrschaft gekommen wäre. Aber ein großer Teil auch der Parteiführung und ich meiner Meinung nach auch die meisten Parteimitglieder waren nicht dieser Meinung. Hier zu sehen, einer der Gründe, weshalb Moskau eine Teilung Österreichs nicht wünscht. Die Amerikaner sind dabei, Österreich in ihre Planung für den Kriegsfall mit einzubeziehen. Bei einer Teilung würde Westösterreich der NATO zufallen.
In den Westzonen werden bereits österreichische Rekruten ausgebildet, in enger Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Alarmeinheiten, die bald B-Gendarmerie genannt werden. Sie sollen eingreifen, falls es in Österreich zu einem kommunistischen Putschversuch käme. Die Einheiten werden auf die Treue zur Republik Österreich und ihre demokratischen Institutionen vereidigt. Auch Alfred Nagel dient bei den Alarmeinheiten der Gendarmerie. Die B-Gendarmerie, ja, stammt ja praktisch von der Alarmabteilung der Gendarmerie. Die war ja Seinsetzung gewesen und die hatten schon Waffen. Die hatten Rifles. Und diese Rifles haben wir übernommen und später natürlich auch entsprechende Maschine, also schwere Waffen. Die haben wir von den Amerikanern bekommen. Ich bin auch laufend nach Salzburg gefahren, habe mit denen Kontakt gehabt. Auch hinsichtlich der Ausbildung haben wir mussten ja gewisse Instruktionen bekommen von den Amerikanern. Die haben wir dort erhalten auch. Und auch Munition wurde entsprechend, es wurde ja auch geübt. Es wurde ja in der Ramsau, wurde auch scharf geschossen. Das heißt also, wir waren voll einsatzfähig gewesen. Mit den von den Amerikanern gelieferten Jeeps und Panzerspähwagen ziehen sie ins Manöver. Für die Gefechtsübungen im Gelände gibt es amerikanische Feldausrüstung mit Tornister und Stahlhelmen. Die Einsätze werden gemeinsam mit den Amerikanern geübt. Der spätere Generaltruppeninspektor des Bundesheeres, Heinz Scharf, erinnert sich. Und in diesen Verhandlungen der Bundesregierung mit den Amerikanern tauchte folgender Gedanke auf: Welchen Beitrag könnte Österreich im Falle eines sogenannten Notstandes denn leisten? Dieser sogenannte Notstand dürfte wohl in den Vorstellungen der Amerikaner ein Kriegsfall gewesen sein. Und was könnte Österreich leisten? Österreich könnte vielleicht mit seinen Wehrpflichtigen irgendwie einen Beitrag leisten in der Form. Und das war dann die weitere Idee, und damit kommt sie also langsam in das sehr spekulative Gebiet, dass man diese erfassten Wehrpflichtigen aus Westösterreich wegbringt. Es war in der Rede, die Rede von Oberitalien, sogar Nordafrika wurde erwähnt, dass man sie dort als eine Art Exilarmee ausrüstet, und wenn sie ausgebildet, ausgerüstet sind, könnten sie auf Seite der NATO eingreifen in das Geschehen. In diesem Bericht an das amerikanische Hauptquartier im Mittelmeerraum heißt es unter anderem: Zur Verwendung österreichischer Truppen im Falle eines Krieges. Um diese Truppen dem Zugriff der Sowjets zu entziehen, sind sie nach Italien zu evakuieren, um dort eine österreichische Armee aufzustellen. In den drei Westzonen werden streng vertraulich alle Männer der Jahrgänge 1918 bis 1926 erfasst, die schon in der deutschen Wehrmacht gedient haben. Aufgelistet nach Wohnort, Rang und Waffengattung. Zuständig für dieses Aufgebot, wie es genannt wird, sind die einzelnen Landesregierungen. Im Kriegsfall sollen diese kampferfahrenen Männer als österreichische Armee auf der Seite des Westens zum Einsatz kommen. Das Aufgebot wird im vollen Einverständnis mit der österreichischen Regierung erfasst. Später wird man die Listen zur Aufstellung des Bundesheeres heranziehen. Doch auf diesem Höhepunkt des Kalten Krieges kommt es zur großen Wende in der Weltpolitik, bewirkt durch die Ablöse der handelnden Personen, der führenden Politiker. Diese Ablöse beginnt in den USA, in Washington. Präsident Truman verlässt das Weiße Haus. Dwight D. Eisenhower ist zum neuen Präsidenten der USA gewählt. Gemeinsam begeben sie sich zum Kapitol, wo die Präsidenten traditionsgemäß den Eid auf die Verfassung abzulegen haben. Eisenhower war Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg und stand danach an der Spitze der NATO. So help you God. So help me God.
Welchen Kurs wird Eisenhower als Präsident einschlagen? In this spring of 1953, the free world weighs one question. In seiner ersten Rede zur Außenpolitik fordert der Präsident die Sowjetunion auf, greifbare Taten des Friedens zu setzen. The first great step along this way must be the conclusion of an honorable armistice in Korea. Als ersten Schritt zur Entspannung nennt Eisenhower die Beendigung des Krieges in Korea durch einen ehrenhaften Waffenstillstand. Und als weiteren Beweis des Friedenswillens der Sowjets verlangt er den Abschluss des österreichischen Staatsvertrages. Am 5. März 1953 stirbt Josef Stalin. 6 Wochen nach Eisenhowers Amtsübernahme. Um den Toten versammelt die Mitglieder des Politbüros der KPDSU, aus deren Reihen der Nachfolger Stalins kommen wird. Mit welchen Folgen für die Sowjetpolitik? 30 Jahre lang hat Stalin die Sowjetunion beherrscht, hat den Krieg gegen Hitler gewonnen, die Völker Osteuropas unterworfen und die Konfrontation mit den USA aufgenommen. In der ersten Reihe der Sargträger links Georgi Malenkov, rechts Laurenti Beria, Chef des NKWD, des allmächtigen Geheimdienstes. Das lässt ein langes Ringen um die Macht im Kreml erwarten. Stalin wird zum Lenin-Mausoleum auf dem Roten Platz überführt. Einbalsamiert wie Lenin soll Stalin künftig an dessen Seite liegen. Eine Wende gibt es auch in Wien. Julius Raab löst Leopold Figl als Bundeskanzler ab. Am 2. April, knapp 2 Wochen nach Stalins Tod. Raab will mit seiner Regierung neue Wege gehen, auch was den Staatsvertrag betrifft. Er ändert den Ton gegenüber den Sowjets. Sein damaliger Sekretär Franz Karasek vermerkt das. Auf einem niederösterreichischen Parteirat hat Raab eine sehr aufsehenerregende Rede gehalten, wo er die berühmten Worte gesprochen hat, man darf den russischen Bären nicht dauernd in den Schwanzstummel zwicken, wenn man von ihm was haben will. Man kann wirklich von einer Tendenzwende in der österreichischen Außenpolitik den Russen gegenüber sprechen. Gustav Peichel als Hieronymus hat dazu diese Karikatur gezeichnet. Raab und der Schwanzstummel des russischen Bären. Raab lädt den sowjetischen Hochkommissar Iwan Ilitschow erstmals zum Gespräch ins Kanzleramt ein. Auch das ist neu. Bisher wurde der Bundeskanzler, wenn es etwas zu besprechen gab, in das sowjetische Hauptquartier bestellt. Es gibt Zeichen auch für eine Änderung der sowjetischen Haltung. An der Enzbrücke durfte die Pummerin den Sowjetposten ohne Kontrolle passieren. Die neue Glocke für den Stephansdom. Die alte Pummerin ist beim Brand des Doms zersprungen. So wird die neue Glocke als Symbol des wiedererstandenen Österreich gefeiert. Kardinal Innitzer nimmt die Glockenweihe vor. Dann wird die Pummerin erstmals angeschlagen. Im Juni 1954 heben die Sowjets endgültig ihre Kontrollen an den Zonengrenzen auf. Das wird in Linz mit einem Volksfest gefeiert. Der Weg von und nach Urfahr ist frei. Und auch an der Enns werden die Autos erstmals durchgewinkt.
In Washington lädt Präsident Eisenhower seinen Außenminister John Foster Dulles zu einem Frühstück ins Weiße Haus. Es geht um die bevorstehende Außenministerkonferenz, die in Berlin stattfinden soll. Dulles meint, es könnte in Berlin zum Abschluss des österreichischen Staatsvertrages kommen. Als Preis dafür könnten die Sowjets die Neutralität Österreichs fordern. Eisenhower sieht darin kein Hindernis. Auch die Schweiz ist neutral, würde sich aber im Kriegsfall hervorragend verteidigen. Das sei auch von Österreich zu erwarten. Im Gedächtnisprotokoll dieser Unterredung hält Dulles fest, was den österreichischen Vertrag betrifft, so ist gegen die Neutralität Österreichs nichts einzuwenden. Vorausgesetzt, Österreichs Status wird dem der Schweiz gleichen. Diesen Entschluss der Amerikaner kennt man in Österreich noch nicht. Auf einem Plakat des ÖGB heißt es: Staatsvertragsverhandlungen, wie lange noch? Und was wird die Berliner Konferenz bringen? Immerhin, Außenminister Figel und Staatssekretär Kreisky sind eingeladen, an den Verhandlungen in Berlin teilzunehmen. Die freundliche Begrüßung durch den sowjetischen Außenminister Molotow wird von Figel und Kreisky noch als gutes Omen gewertet. Der amerikanische Außenminister Dulles ist mit der Neutralität Österreichs im Tausch für den Staatsvertrag einverstanden. Molotow ist das zu wenig. Sowjetische Truppen müssten in Österreich bleiben, auch nach Abschluss des Staatsvertrags, bis zur Lösung der deutschen Frage. Figel und Kreisky lehnen ab. Der Vertrag müsse den Abzug aller Truppen bringen. Die westlichen Außenminister sind der gleichen Meinung. Aber Molotow gibt nicht nach. Die Konferenz ist gescheitert, auch in der deutschen Frage. Die Fahnen der vier Mächte werden eingeholt. Es ist der März 1954. So nahe war man also schon dem Staatsvertrag. Die Amerikaner mit der Neutralität einverstanden. Doch Molotow wollte mehr. Seine Forderung, sowjetische Truppen in Österreich zu belassen bis zur Lösung der deutschen Frage, war vermutlich ein Versuch, die bevorstehende Aufnahme Westdeutschlands in die NATO noch zu verhindern oder zu verzögern. Für Österreich aber hätte das bedeutet, einem dauernden Verbleib der Sowjettruppen zuzustimmen, auch nach Abschluss des Staatsvertrags. Am Abend dieses Tages wendet sich Leopold Figl von Berlin aus über den Rundfunk an die österreichische Bevölkerung. Auf dem Wiener Rathausplatz finden sich tausende Menschen ein zum Protest. Sie wissen schon, dass die Verhandlungen in Berlin, auf die man so große Hoffnungen gesetzt hatte, gescheitert sind. Die Ansprache Leopold Figls wird über Lautsprecher auf dem Platz übertragen. Die österreichische Delegation ist nach Berlin gekommen, um hier endlich einen Staatsvertrag fertigzustellen und zu unterzeichnen, der dem Lande die volle Freiheit bringen sollte. Obwohl wir in unseren Zugeständnissen bis zum Äußersten gingen, scheiterten aber alle Bemühungen an den unannehmbaren Bedingungen des sowjetischen Außenministers. Das ganze österreichische Volk hat jede Phase dieser Konferenz mit größter Anteilnahme verfolgt und die Enttäuschung in meiner Heimat wird heute abends groß und nicht ohne Bitterkeit sein.